Mit Ramazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, hier bei Let's Play Today. Nach 2 Monaten Zwangspause bin ich wieder am Start und wollte meine Ruhepause mal mit einem Let's Test von Blendezeit 2 eröffnen. So, kurz zur Erklärung: Ich bin umgezogen, mittlerweile neue Wohnung. Und es kamen noch ein paar andere Sachen dazwischen. Und wie das halt so ist, ne? Ich meine, man macht hier Let's Plays und zockt zwar, aber es gibt ja immer noch ein Real Life, auch außerhalb von YouTube. Und ja, Blendezeit 2, ich habe es schon angezockt. Und ich bin ein bisschen raus aus der ganzen Sache so. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe jetzt 2 Monate gar nichts gemacht. Und schauen wir mal. Ich hatte, glaube ich, zwischendurch mal eine Übertragung gemacht von Ark. Die habe ich aber mittlerweile wieder gelöscht, weil die Qualität einfach dementsprechend, das war bloß eine Live-Übertragung und die Qualität natürlich dann dementsprechend auch drunter leidet und dann gleich Leute kommen und meinen, ja, du traust dich bei mir sowas zu kommentieren. Von wegen, das und das sei schlecht. Also kurze Erklärung, ich war mal auf dem Kanal, ich höre gerne Hörbücher und hatte da eins gefunden. Den Kanal werde ich jetzt nicht nennen, weil das ist überflüssig. Aber Tatsache war, dass ich ein Hörspiel gesucht hatte und hatte dann auch was gefunden unter der Bezeichnung Hörspiel. Und im Endeffekt war es aber ein Hörbuch, was schon mal der Unterschied dazu war. Denn ein Hörbuch, das ist ein Buch, was man vorliest. Und Hörspiel ist halt wie ein Theaterstück, was man halt hört. Und habe ich dann halt drunter kommentiert, dass es halt nicht gut ist und aber auch nicht schlecht. Aber wer ein richtiges Hörbuch schon mal gehört hat, der wird feststellen, dass das nicht gut genug war. Habe ich so kommentiert. Ja. Und es gibt halt nun mal Leute, die kommen dann halt nach einer Woche oder so oder ein paar Tagen dann auf seinen Kanal und kommentiert dann unter eins der schlechtesten Videos, und das war eben dieses Arc-Video, drunter, ja, du gibst so eine Kritik ab und dann machst du sowas und pipapo, keine Ahnung. Ja, da habe ich dann nochmal drauf geantwortet und dann kam auch nichts mehr zurück. Und ja, habe ich dann bloß gemeint, ja, du nimmst natürlich genau das Video, was am schlechtesten ist, was ich nur so nebenbei gemacht habe. Aber hast du mal meine anderen Videos angeguckt? Wahrscheinlich wird der diejenige. Entschuldigung, warte mal, ich muss mal mein Handy leise machen. Wird der oder diejenige dann wahrscheinlich die anderen Videos gesehen haben und wird sich gedacht haben, scheiße, da kann ich nicht viel zu sagen. So. Und das wollte ich euch mal erzählen. Wie gesagt, ich bin umgezogen, ich habe jetzt eine größere Wohnung. Bald wird dann auch, sobald mein Aufnahmezimmer fertig ist, dann werde ich auch meine Roomtour machen. Und es sind noch ein paar andere Projekte geplant, zum Beispiel ein Tattoo-Vlog. Mal sehen, wie das läuft. Mein Bruder ist ja Tätowierer und da wollen wir mal ein bisschen was machen. Mal gucken. Ansonsten machen wir jetzt erstmal an dieser Stelle mit den Let's Play weiter. Und zwar spielen wir jetzt Blendezeit 2. Wie gesagt, ich habe schon gespielt, ich habe schon mal ein, zwei Klassen freigeschalten. Ich sag mal so, für den Preis ist das Spiel jetzt nicht schlecht. Dafür, dass es plus 50 Cent kostet oder so, auf PC sogar, glaube ich, kostenlos, kann man das schon spielen. Ich finde halt die Tatsache sehr geil, dass man halt eine riesengroße Welt hat und mehrere Basen einnehmen muss. Also es ist nicht so ein Standard-Scheiß, sag ich mal jetzt. Also ich spiele gerne Call of Duty und sowas, aber es ist halt nicht so ein rundenbasiertes Kämpfen. Du kämpfst Tag und Nacht, es läuft immer weiter und entweder unterstützt du deine Gruppe oder bist immer für die da, sag ich mal, so viel wie man kann oder halt auch nicht, ne? Und das ist halt das Geile an dem Spiel. Und noch was, ich werde meine Monetarisierung eventuell wieder rausnehmen, da es mir in dem Punkt nicht viel bringt. Das Problem ist, ich habe einen Vertrag mit einer Firma, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ich das auch nicht darf. Und da kann es sein, dass ich leider die Werbung drin lassen muss. Ich weiß, es ist
sinnlos in der Hinsicht jetzt gerade für mich. Aber ich bekomme halt ein bisschen was dafür und muss sagen, dass es wahrscheinlich in dem Falle nicht mehr gehen wird, da ich halt gewisse Auflagen habe von dem Vertrag her und von der Firma her. Ich werde mich da nochmal absprechen. Ich glaube, ein Jahr muss ich das machen. Ich weiß nicht, muss ich mir den Vertrag nochmal durchlesen. Und wenn ich dann vielleicht mal bei 5 oder 10.000 Abos bin, werde ich mit dieser Firma dann Generator stabilisiert. So, da sind wir schon im Spiel. Wir sehen jetzt, wir haben hier gerade diesen Scout, ne? Also Scharfschütze. Wir haben diverse Skills. Zum Beispiel haben wir ein Chamäleon. Generator zerstört. Also im Grunde genommen einfach nur eine Stealth-Tarnung. Und ist ja gerade gestorben. So, und das ist die Map. So, das ist eine von den Welten. Und wir sehen, mein Team Blau ist, glaube ich, ein bisschen in der Überzahl gerade. Lila ist meistens sehr gut, habe ich festgestellt. Und Rot auch. Also Blau ist meistens irgendwie immer am Verlieren. So, und das ist dann nochmal hier extra. VR. Ah, okay, Training. Ja. So. Ja, und das sind die Welten halt dann, die man dann nach und nach einnehmen sollte, kann, müsse. So. Okay, und dann wollen wir mal starten. Wir können jetzt direkt, das finde ich auch sehr cool, weil die Welt ja sehr groß ist, können wir direkt über die Karte mit Dreieck zum Kampf beitreten. Dann werden wir direkt dahin geschmissen, wo gerade der Kampf stattfindet. Und das ist halt sehr geil. Ein paar Dinge gibt's, die mich ein bisschen stören in dem Spiel. Und zwar ist es einmal das Fahren mit den Vehikeln, sag ich mal. Also sprich den Panzern oder Quads oder was weiß ich nicht. Denn die muss man alle mit dem Analogstick steuern. Also sprich nach vorne mit dem Analogstick, um nach vorne zu fahren, nach links und rechts mit demselben Analogstick, um nach links und rechts zu lenken. Und das lässt sich dann halt ein bisschen scheiße. Das lässt sich halt. Das war sehr geil gerade. Das lässt sich halt ein bisschen scheiße machen. So, wir haben ja auch eine Liebe, die nennt sich Bouncing Betty. Genau. Dann haben wir einen Bewegungsmelder. Und dann hier halt unsere Primär- und Sekundärwaffe. Ich werde die anderen Klassen auch nochmal zeigen in der halben Stunde. Ansonsten werden wir jetzt mal gucken, dass wir den Kampf finden. Aber es sieht so aus, als ob meine Mannschaft, mein Team, hier an dieser Stelle schon die Basis übernommen hat. Und zwar läuft das folgende. Wenn man in so eine Basis einfällt von einem gegnerischen Team, muss man Terminals hacken, wie hier zum Beispiel, wenn das jetzt noch lila oder rot, ich weiß nicht, wem die Basis gehört hat, wäre, müsste man diese Terminals zum Beispiel einnehmen. So. Mal gucken wir mal. Hier sieht's recht leer aus. Ich gehe mal zum nächsten. Vielleicht finden wir jetzt mal hier einen Kampf. Das wäre sehr nice. Ja, das ist schon eingenommen. Ah, guck mal, die machen alle darüber. Okay. So. Wir müssen in eine allgemeine diesen Weg Richtung. So. Gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Geht's denn hier raus? Ist jetzt die Frage. Ja, dann wurde ich mal darauf hingewiesen, dass meine Voice sich leicht anhört, als würde sie übersteuern, wenn ich lauter rede. Das kann gut möglich sein. Ich habe es jetzt mal ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, ich bin halt jetzt nicht zu leise. Also, ich komme nicht raus. Komme ich hier vielleicht raus? Ah, guck an.
So, okay, dann machen wir mal dahin, wo der Kampf gerade stattfindet. Da sehen wir an dem Blitz da, da laufen wir jetzt hin. Wir können halt auch Fahrzeuge fahren. Ich will jetzt halt nicht so groß. Shit, Alter. Alter, was geht? Komm. Ja, er löst sich aus, Alter. Was geht? Okay. Das war so klar. Scheiße. Ich bin jetzt stark davon ausgegangen, dass er die Mine auslöst, aber dem war irgendwie nicht so. Das Fahrzeug war auch schon fast kaputt. Ich weiß halt nicht, wie jetzt die Lage ist. Ich kann auch keine fremden Fahrzeuge nutzen, wie ihr gerade gesehen habt. Ich saß halt nur auf dem Rücksitz. Ich glaube, ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser drehen. Moment mal bitte. So, ich glaube, jetzt sollte es ein bisschen besser sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt auf 30, hatte es gerade auf Standard 50, also Hälfte, wie es normal eingestellt ist. Hier ist irgendwo ein Feind. Ah, komm. Ja, wie gesagt, ich hatte 2 Monate Pause. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich muss gucken, dass meine Einstellungen wieder alle richtig sind. Normalerweise wird das abgespeichert im Programm, aber irgendwie nach so langer Pause wurde das alles wahrscheinlich zurückgesetzt. Gehe ich jetzt stark davon aus. So, und hier fliegen auch schon Haufen Geräte rum. So, komm, spring mal hier hoch. So. Wie? Das ist ein feindliches Fahrzeug. Wieso? Hä? Wieso hat mich meine Eigner, wollen die mich verarschen? Meine eigenen Leute legen mich hier gerade um, Alter, was geht mit denen? Was macht der hier? Eigenartig. So, okay, gucken wir mal. So, wir haben hier den Stealth. So, und jetzt haben wir hier... Shit. Schutzschildgenerator kritisch. Shit. Fuck. Wo ist denn der jetzt? Der ist nach oben. Den holen wir uns. Nein, komm. Wie geht denn der da nicht hoch, Mann? Ja, es sind halt ein paar Dinge in dem Spiel, die mich ein bisschen anficken. Und zwar, dass man andauernd von den eigenen Leuten gekillt wird. Nee, das ist gar nicht... Hä? Das ist komisch, der sitzt in einem blauen Fahrzeug. Blaues Fahrzeug bedeutet, dass das... Oder hat er sich das blau gefärbt? Zur Täuschung wahrscheinlich. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall nervt mich das, dass ich hier eventuell von meinen eigenen Leuten gekillt werde. So, und da drüben sollten wir hin, wenn wir da hinkommen. Ja, ich renne gerade total sinnlos durch die Kante. So, jetzt bin ich unsichtbar, solange wie diese Leiste links. Oh, fuck. Okay, wo ist der? Shit. Ja, an das Spiel muss man sich echt erstmal gewöhnen. Das ist... ein bisschen krass so. Ich meine, die haben auch alle natürlich viel bessere Waffen und ich treffe jetzt auch gerade nicht wirklich.
Wahrscheinlich der Vorführeffekt. Aber ich laufe mal einfach mal mit einem mit. Denn in dem Spiel sind die Chancen natürlich einfach viel höher, wenn man im Team arbeitet. Also das ist ein reines Teamspiel. Alleine erreicht man hier gar nichts. Das ist einfach so, wenn man irgendwo alleine hinläuft oder was weiß ich nicht. Oh fuck. Da sitzt er mit seinem scheiß Geschütz in der Ecke. Was geht denn, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Ich wurde von einer Bouncing Betty gekillt. Nicht mal von dem. Aber wie mir unten links über der Karte sehen wir diese Leiste. Und das blaue Team wandert gerade wieder Richtung rechts. Das bedeutet, wir nehmen die Basis gerade wieder ein. Lila war schon fast dabei, das Ding zu sichern. Schauen wir mal, ob wir irgendwo ein paar Gegner sehen. Das gibt's nicht, ey. Du findest, du siehst hier keine Sau und dann wirst du erschossen. Ich glaube, das ist nicht das beste Let's Test, Let's Play, um jetzt meine 2-monatige Pause jetzt zu starten. Aber okay, naja. Ach so, wo ich gerade mal dabei bin. Ich möchte gern mal auf zwei Kanäle drauf hinweisen. Und zwar ist das der Kanal vom MTC und der Kanal von Miss Chaos. Die beiden werde ich hier unter meinem Video dann verlinken. Da könnt ihr mal reinschauen. Das sind beides sehr gute Kanäle. Und da gibt es interessanten Stuff zu sehen. Die Miss Chaos macht Coversongs zum Beispiel. Hat eine echt gute Stimme. Es klingt auch sehr gut, muss ich sagen. Ich war überrascht, als ich das gehört habe. Und dann halt der Kanal von MTC, der auch sehr gut ist. Also da sind echt interessante Sachen dabei. Da solltet ihr echt mal vorbeischauen. Ich werde das hier verlinken. Und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Lasst ruhig ein Abo oder ein Like da, wenn es euch gefällt, was er da bringt. Oder die beiden, was die da bringen. Und dann passt es. So. Ich bin bei 18 Minuten. Ich überlege, ob ich euch doch noch mal ein anderes Spiel zeige. Oder ob ich das hier jetzt zu Ende führe. Aber ich heb mir das andere für ein anderes Let's Test auf. Ich werde einfach versuchen, mal jetzt noch hier was zu reisen. Setzen wir uns halt hier in das Gerät rein. Schutzschildgenerator kritisch. Okay, er fährt los. Super. Es wird ja auch mal Zeit hier, dass mal einer endlich hier mal die harten Geschütze auffährt. Ja, komm, fahr. Such mal ein paar Gegner hier. Ich möchte mal was wegrotzen. Ja, komm, Digga, fahr mal. Wie ist der so schnell von da rüber, von da drüben bis hierher gesprungen? Also der ist nicht gesprungen, der hat ein Jetpack, ist klar. Aber wie konnte der das so weit kommt man eigentlich nicht? Oder ist das ein spezieller Skill davon? Das kann natürlich auch sein. Generator zerstört. Aber der Typ bewegt sich nicht mit dem Fahrzeug. Alter, was geht denn?
Oh, da wurde was. Da wurde was abgeschossen. Ich weiß, das war mein eigener. Hier sind gar keine Gegner mehr irgendwie. Ich glaube, die sind schon alle ausgeflogen. Okay, wenn der nicht will, bewegen wir uns halt. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass ich da nicht wirklich weit komme. Ich könnte höchstens nach oben gehen und ein bisschen snipern. Okay. Ich sehe keine Sau. Da unten ist ein Panzer. Okay, warte mal. Ja, der brennt schon. Ich warte eigentlich, dass da einer rauskommt. Da drüben. Schutzschildgenerator kritisch. Feindlicher Spion entdeckt. Shit, ey, da kam er von hinten, die Sau. Ja, als Sniper kannst du hier halt nicht durch die Weiten rennen und Quickscope oder was weiß ich nicht. Das kannst du vergessen. Du musst dir hier echt eine Position suchen und dann wirklich auch snipern halt, wie es sich gehört für einen Sniper. So. Gucken wir mal, da drüben ist der Panzer. Ich habe da gerade was gesehen. Schildgenerator kritisch. Er hat ihn weggemessert, habt ihr das gesehen? Ich habe hier gerade eine recht gute Position, würde ich sagen. Generator repariert. Okay, die verpissen sich. Generator stabilisiert. Das Ding gehackt oder was? Ja, ich weiß, er wollte mich messern. Ich habe das mitgekriegt. Ich wollte schnell auf die Mine schießen. Habe es nicht mehr geschafft. Okay, hier geht gerade ordentlich was ab. Ah, keine Chance mit der Knarre. Die haben auch alle viel bessere Knarren. Ich bin halt noch nicht so weit. Nein, ich will mich da nicht reinsetzen. Verdammt. So. Schutzschildgenerator kritisch. Oh ey, da hat man einen Visier, da kommt der von der anderen Seite, Mann. So ein kleiner Stricherficker, ey. Sorry.
So, okay. Hey, das ist aber auch asozial geparkt hier, Mann. Was geht denn? Was passiert denn hier? Machen die das Ganze? Ist das unseres? Ja. Generator stabilisiert. Ficker. Ich habe genau gesehen, dass er mich verfolgt hat. So, suchen wir uns nächsten. Ich glaube, im Nahkampf bin ich doch ein bisschen besser als im Fernkampf. Also sprich, als Sniper bin ich richtig scheiße, aber bin ich in jedem Spiel richtig scheiße. Mal davon abgesehen. Irgendwo sollte hier einer sein. Schutzschildgenerator kritisch. Scheiße. Okay, ich gehe woanders lang. Das bringt's gerade nicht. Den habe ich. Super. Ja, ich habe auf meinen eigenen Mann geschossen. Ich. Oh. Fuck, die haben so die Plätze getauscht. Er ist um die Ecke gelaufen und er stand mir dann gegenüber und ich habe gedacht, das ist der, also, ach, scheiße. Ich habe gedacht, das ist er sozusagen. Also, ich habe gedacht, er ist der Gegner. Das gibt's nicht. Sorry, Dude. Da konnte ich nichts dafür, ey. Ja, ich habe übrigens kein Headset dran, also ich kann jetzt auch nicht mit der Einheit sprechen. Weil das ist immer das Problem, bei so einem Let's Test, sag ich mal. Übrigens, wenn man hier drinnen steht, hinter diesen Wänden, kann ein nichts passieren. Schutzschildgenerator kritisch. Aber wir können mal gucken. Also, meine Friends hier, die haben schon alles auf jeden Fall gut Status gesichert. Okay, ich glaube, hier ist jetzt vorbei. Ich glaube, die haben aufgegeben zu versuchen, die Basis einzunehmen. Der Krieg hat sich, glaube ich, dahinter verlagert. Da geht's, glaube ich, dann weiter. Aber wir sind sowieso jetzt bei 28 Minuten. Sprich, die Folge ist jetzt auch schon zu Ende. Mir wurde übrigens gesagt, ich sollte die Folgen doch auf 20 Minuten verkürzen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Soll ich die Folgen kürzer machen? Soll ich sie so lassen? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das so in Ordnung findet. Oder ob ich sie wirklich bloß 20 Minuten machen soll, die Folgen. Oder ob es denn so reicht. So, die haben das Ding zerstört, Alter. Kavalier Hipperdi Du, oder was? Hipperdu. Hipperdodo. Ey, warte mal. Bleib mal stehen. Ja, Mann. Alles klar. Halt. Halt. Wait for me. Wait for me. Wird wieder so gut wie neu sein.
Nee, ich will ja nicht hier. Ich will das. So. Okay. Wo sind hier Feinde? Das wird wieder so gut wie neu sein. Ziel vernichtet. Jawohl, ich habe ihn runtergenatzt, Alter. Richtig nice. Wieso habe ich keinen Zugriff auf das Fahrzeug? Alter. Er ist ausgestiegen oder was? So. Ja, natürlich die letzten 10 Minuten lief's. Da habe ich wenigstens mal 3 Gegner gekillt. So, und ich hoffe, ihr habt einen halbwegs, ja, halbwegs guten Eindruck von dem Game. Oh, fuck. Feindlicher Ingenieur gesichtet. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Irgendeiner labert da was. Ich höre es natürlich nicht, weil mein Fernseher recht leise ist. Weil das sonst so eine Doppelbeschallung geben würde und ich habe keinen Bock, um mein Headset zu tragen dabei. Aber egal. Ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge von dem Let's Test. Könnt mir ja mal sagen, was ihr so von dem Spiel haltet. Ich finde es ganz okay, sage ich mal. Ich meine, die Leute setzen sich ran, machen einen Haufen Arbeit, um ein Spiel rauszubringen, was so gut wie kostenlos ist. Und dafür ist es völligst in Ordnung, sage ich es mal so. Also von der realistischen Seite betrachtet. Ansonsten, ja, das Spiel ist in Ordnung. Auf jeden Fall. So, das ist das Chatpack, habt das nochmal gesehen. Ich wollte euch eigentlich die anderen Klassen nochmal zeigen. Aber das macht man einfach, da mache ich mehrere Folgen. Dann zeige ich euch jede Klasse nochmal. Bis dahin werde ich die anderen Klassen vielleicht dann auch schon freigeschalten haben, die es dann noch gibt. Da gibt es noch ein paar spezielle. Und dann sehen wir mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge und mit diesem Spiel. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.